warum selbstständige Unternehmer oder Unternehmerinnen manchmal scheitern, und zwar von Anfang an. Es gibt eine ganz wichtige Frage. Wenn du die für dich beantworten kannst, dann weißt du ganz von Anfang an schon, mein Projekt kann gelingen. Denn es gibt viele Herausforderungen als Unternehmer, Unternehmerin oder als Selbstständiger. Die sind alle wichtig, aber es gibt eine grundlegende Frage, die die allerwichtigste ist. Und diese Frage oder diesen Punkt, diesen Faktor übersehen die allermeisten, bevor sie losstarten. Ein kleines Beispiel. Ein Verkäufer ist überdurchschnittlich erfolgreich. Alle wundern sich, wie der so erfolgreich sein kann. Das gibt's doch nicht. Er hat die Idee, er macht sich selbstständig. Er macht sein eigenes Ding. Er wird Unternehmer. Er stellt sich diese eine Frage oder beachtet diesen einen Faktor nicht. Gar nicht. Er startet seine Selbstständigkeit. Er nimmt Kredite auf, baut ein eigenes Firmengebäude, hat Mitarbeiter. Das Ganze scheitert grandios. Er geht pleite. Diese eine Frage, diesen einen Faktor hat er nicht beachtet. Und der heißt, als Selbstständiger oder Unternehmer, Unternehmerin oder wenn man Führungskraft wird, zum Beispiel von einem guten Verkäufer zum Verkaufsleiter, sollte man sich die eine Frage stellen. Ist das mein Ding? Bin ich das? Vom Naturell? Ist das meine Schuhgröße? Fühle ich mich da wohl? Fasziniert mich das? Und wenn du hier Hilfe brauchst, du findest unten den ersten Link. Ich zeige dir in einem kostenfreien Strategiegespräch oder wir beantworten diese Frage für dich persönlich. Hast du hier deine Ampeln auf grün oder sind sie noch auf orange? Wenn du Lust hast, hüpf rein. Schön, dass du da bist. Und wir sehen uns auf jeden Fall, ich hoffe, beim nächsten Video. Bis bald. Servus.